Alle scheinen sich für Wasserstoff zu begeistern. WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, InvestorInnen und sogar Ölkonzerne. Was ist Wasserstoff und warum ist er wichtig? Um die Klimakatastrophe zu bekämpfen, müssen wir uns schnell von fossilen Brennstoffen verabschieden. Glücklicherweise haben wir die Lösung zur Hand. Energie sparen, sie effizient nutzen und den restlichen Bedarf mit unerschöpflichen erneuerbaren Energien decken. Vor allem mit Wind- und Solarkraft. Sie sind mittlerweile fast überall die günstigste Stromquelle. Es gibt jedoch einige Verwendungszwecke für fossile Brennstoffe, für die Elektrizität nicht genutzt werden kann. Weil es nicht möglich ist, ein Kabel zu befestigen oder eine Batterie zu verwenden, wie in der internationalen Schifffahrt und der Luftfahrt. Oder weil der industrielle Prozess bestimmte Reaktionen erfordert, wie in der Stahlindustrie und in einigen chemischen Industrien. Für diese Verwendungszwecke und nur für diese ist grüner Wasserstoff gemacht. Er wird aus erneuerbarer Energie hergestellt und ermöglicht die Speicherung und den Transport großer Mengen sauberer und erneuerbarer Energie. Ein Großteil der Verwirrung rührt daher, dass Wasserstoff auf verschiedene Arten hergestellt werden kann, die mit unterschiedlichen Farben benannt werden. Die derzeit vorherrschende Form ist grauer oder schwarzer Wasserstoff, der durch die Kombination von fossilem Gas oder Kohle mit Wasserdampf erzeugt wird. Bei seiner Herstellung werden große Mengen an Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt. Das ist absolut nicht sauber. Die fossile Lobby behauptet dann, dass das CO2 im Rahmen eines als CCS bezeichneten Prozesses aufgefangen und im Boden gespeichert werden könnte. Sie nennen es den blauen Wasserstoff. Die Sache hat nur einen Haken. Wenn man alle Methanemissionen bei der Produktion von fossilem Gas berücksichtigt, kann blauer Wasserstoff genauso klimaschädlich sein wie die direkte Verbrennung von fossilem Gas. Er ist also keine Lösung. Es ist auch möglich, Wasserstoff herzustellen, indem man Wasser mit Strom in einem Prozess namens Elektrolyse trennt. Hier hängt alles von der Stromquelle ab. Rosa Wasserstoff wird mit riskanter Kernenergie hergestellt und hinterlässt hochgiftige Abfälle, die über Tausende von Jahren sicher gelagert werden müssen. Grüner Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien hergestellt, hauptsächlich aus Wind und Sonne. Leider macht er derzeit weniger als 1% der Wasserstoffproduktion aus. Doch nur grüner Wasserstoff kann wirklich sauber und nachhaltig sein. Wenn wir also Wasserstoff für bestimmte Zwecke benötigen, muss es grüner Wasserstoff sein. Aber selbst dann müssen wir sicherstellen, dass er nicht nur nachhaltig produziert, sondern auch verantwortungsvoll vermarktet wird. Klick hier, um mehr zu erfahren.